Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Wir befinden uns immer noch im Karrieremodus und wollen Werder Bremen ein bisschen voranbringen. Doch leider ist mir ein kleines Malheur passiert, also wirklich nur ein kleines. Und zwar wollte ich mich privat ein wenig ausleben mit einer weiteren Karriere. Und da habe ich doch glatt die Werder Bremen Karriere überschrieben. Zum Glück gab es da aber noch diese automatischen Save Games, so konnte ich das einigermaßen wiederherstellen. Wir befinden uns immer noch nach dem Wolfsburg-Spiel, also die 3-0-Niederlage ist immer noch da, oder wie auch war es, irgendwie so. Auf jeden Fall ist in der Jugendakademie etwas passiert. Und zwar waren die Leute, die ich da rausgefiltert habe zum Schluss, jetzt nicht mehr da. Das wurde nämlich neu simuliert und es sind neue Spieler gekommen. Den Philipp Müller haben wir immer noch da, der hat sich allerdings auch verändert. Und zwar zum Schlechteren hin, was ein bisschen komisch ist. Aber gut. Dafür haben wir Valmir Efsejev mit einem sehr hohen Potenzial. Klingt richtig gut. Also da bin ich mal gespannt, was aus dem wird. Der ist offensiv zu finden. Und dann noch den Christian Stiefler, der auch ein ganz gutes Potenzial hat, von dem ich mir auch noch etwas erhoffe. Aber gut, ich würde sagen, wir lassen die erstmal noch ein bisschen drin, bevor wir sehen können, wo es wirklich hingeht. Ich denke mal so, dass wir die mit 17 denn abholen können, spätestens. Spätestens, wenn sie 17 sind, dass wir dann ein bisschen genauer wissen, wo es mit denen hingeht. So, hätten wir noch was zu sagen. Wir stehen vor dem Spiel gegen Freiburg, schauen uns nochmal die Mannschaft an. Stunali hat ein bisschen nach vorne gebracht auf 64. Jo, das sieht alles ganz gut aus. Bilder sind auch noch da. Was mir auffällt, selbst hier auf der Reservebank bekommen die Spieler Push, der Busch. Push. Nee, der Busch war bei 60, ist bei 61, genau wie Zander und Hüsing dort rechts. Und Zivkovic hat sich auch um einen verbessert. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen, aber von mir aus könntest du es gerne weitermachen. Das kann ja nur besser werden. Prödel auf 76, Caldirola auf 74. Ich glaube, beim letzten Mal war er noch auf 75, ne? Bisschen schade, aber okay. Hätten wir das soweit drinne. Und ja, dann gehen wir mal ins Spiel gegen Freiburg. Da wären wir im Weserstadion. Ja, hoffen wir mal, dass das gut geht heute. Die drei Punkte können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und Freiburg ist eine Mannschaft, da kann man die auch mal holen, würde ich sagen. Ich habe natürlich auch fleißig die Kommentare gelesen und dort auch zur Kenntnis genommen, dass sich da einige Spielervorschläge befinden. Da ich aber jetzt nicht mal annähernd in einem Transferzeitraum bin, werde ich mir die erstmal alle so notieren und dann, sobald wir wieder im Transferfenster sind, die mal genauer begutachten und schauen, wer bei uns noch so in Frage kommt. Wie gesagt, den Bakkerli haben wir ja schon mal. Da habe ich schon mal einen kleinen Blick drauf geworfen. 10 Monate hat er noch Vertrag. Das heißt, mit etwas Glück können wir in der Winterpause dem Jungen einen Vertrag anbieten. Für die nächste Saison. So, Brandt. Kommst du da vorbei? Da kommt er vorbei. Das wird auch gelacht, wenn der Brandt da nicht vorbeikommt. Und das schafft er leider nicht. Aber das hat früher immer so gut geklappt. Durchlaufen bis zur Grundlinie und dann hinter die Abwehr passen. Ja, Junusovic, das hätte jetzt nicht sein müssen. Dieses Verteidigen hier, ne, ist ja schon ein bisschen schwer und ich hatte gehofft, dass er den noch vor der Linie abfängt. Und da ist das Tor. Tja. Ich habe eigentlich RB gedrückt, damit die Mitspieler da zum Ball gehen, aber das scheint nicht so gut zu klappen. Ein super Anfang und das war ein Foul, Leute. Das war ein Foul. Mach mich nicht aggressiv hier. Oh Mann. Ja, nach der Schmach gegen Wolfsburg müssen wir uns wieder rehabilitieren. Und eigentlich ist Freiburg ein guter Gegner dazu. Aber es beginnt wieder richtig schlimm für uns. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen
auf Kontrolle über. Hätte ich eigentlich schon vorher machen müssen, bevor das Gegentor gefallen ist. Aber richtig beeinflussen kann man es ja nicht. So. Wieso geht er da nicht ordentlich hin und was macht der Jürgen Brandt so weit hinten? Er hätte schon vorlaufen können, dann hätte man das schön direkt spielen können, theoretisch. So, jetzt zum Beispiel. Oh, er kommt nicht aus dem Knick. Er kommt einfach nicht aus dem Knick. Das gibt's doch nicht. Ich drücke passen und er macht einfach nichts. Ganz schön träge hier. Das versaut uns leider einige gute Situationen. So, stellt euch mal ordentlich hier, Leute. Was ist denn da los? Freiburg stellt die Passwege zu. Oh, das war schön gespielt. Jetzt kommt Franco! Franco Di Santo. Ich dachte, da kann er seine Kopfballstärke mal nutzen. Kam ja auch an, aber leider konnte er das nicht so verwerten. Nicht, dass wir dem Baby doch noch eine Chance geben müssen hier. Di Santo, sauber. Oh, der war noch abgefälscht, oder? Der war noch abgefälscht. Also, läuft schon zur Ecke und ich schaff's einfach nicht, hier eine gute Ecke reinzubringen. Vielleicht jetzt mal, nein. Freis. Freis, geh weg. Nein, was mache ich denn? Okay. Da kommst nicht durch, ne? Da kommst nicht durch. Verdammt, er ist durch. Oh, spielt den Ball clever nach hinten. Aber super verteidigt hier. Jawohl. Ah, da wollte ich den mit Brandt wieder nach hinten spielen, um etwas Sicherheit zu bekommen. So, mitlaufen. Ich gehe mir ziemlich früh denen entgegen, um irgendwie den Ball abgelupft zu bekommen. Aber es klappt so selten. Das konnte ich bei FIFA 14 noch ziemlich gut antizipieren, wie das alles läuft. Hier habe ich jetzt meine Probleme. So, mal konnte. Brandt. Was ist da los? Oh! Ins kurze Eck. Da dachte ich mal, er schafft das. So, wir machen das ein bisschen weiter weg. Und da ist er drin! Da ist er drin! Da ist das Ding drin, der Ausgleich. Mit der Nummer 14. Das müsste Hajrović sein. Jawohl. Izet Hajrović. Ein ganz witziger Typ, wurde ja auf seiner Pressekonferenz gefragt, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Bei seiner Vorstellung. Da meinte er, ja, müsst einfach bei YouTube schauen, gibt's ein paar Videos, da siehst du alles. Und ist der drin, wollte ich wissen. Jetzt haben wir aber einen Lauf. Jetzt geht's aber los. Ah, da dachte ich, er kommt da oben durch. So, jetzt sind wir aber on fire hier. Jetzt sind wir on fire. So, stellt euch mal ordentlich hin hier, Leute. Was ist da los? Boah, das ist aber hier, hallo. Brutales Foul. Das ist eine rote Karte. Oder mindestens gelb. So ist Simosevic hier den Freis ablaufen und macht das sehr gut. Bloß jetzt nicht hier noch das 2-1 kassieren, kurz vor der Pause. So, jetzt pfeift er eh gleich ab, oder? Da machen wir noch das 2-1! Franco Di Santo in der 45. Minute! Danke für diese 5 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte bei nur 2 Treffern. Meine Güte, das ist ziemlich häufig, so lange Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Unser Glück, unser Glück. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, sagt man ja so oft. So, was haben wir denn hier? Bayern 2-0 gegen Paderborn. Dortmund führt 1-0 gegen HSV. Frankfurt und Köln 0-0. Bayern führt gegen Hannover. Hertha BSC gegen Stuttgart 0-0. Und Hoffenheim führt 1-0 gegen Schalke. So, können wir hier schon was machen. Ein bisschen umstellen vielleicht.
Lisanto ganz gut dabei eigentlich. Den würde ich noch gerne ein bisschen drin lassen. Aber den Barkfrede könnte man mal für Macchiardi einsetzen. Und hinten, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Bartels hat auch dazu gewonnen, aber der Heilrubit hat das Tor gemacht, ne? Den kann ich nicht einfach rausnehmen, vielleicht später noch. Aber ein Obraniak könnte auch gerne noch ins Spiel kommen. Für den Öztunali nämlich, der schon ein bisschen kräftet ist. So, was ist hier? Ja, faul. Hätte ich aber gerne noch weitergespielt, um ehrlich zu sein. So, schauen wir mal, ob wir den hier irgendwie reinbringen können, dass es gefährlich wird. Garcia. Oh, schade. Er sollte durchstecken. Barkfrede, das war doch nichts. Ganz normaler Körperkontakt. Ganz normaler Zweikampf. Lass doch weiterlaufen. Ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir das hier an? Wir führen 2-1. Wollen wir das jetzt versuchen zu verwalten? Wollen wir hier sicher spielen? Oder wollen wir aufs 3-1 gehen? Was war das denn? Ja, apropos sicher spielen. Meine Güte. So, bitte mal einen Pass ankommen lassen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Ballbesitz. Junuzovic. Kriegt den Ball nicht rüber, kriegt die Flanke nicht rüber. Aber kann Brandt hier defensiv was reißen? Nein. Doch. Oh Gott, Brandt. Komm, Brandt. Jawohl. Da hat er es aber ziemlich leicht genommen. Der ist Santo schnell, ne? Sollte man den Freiburgern mal sagen. Kann ich jetzt vor allen Dingen noch richtig schön auspowern, bevor dann hier nachher der Devi Selke nochmal kommt. Eventuell kommt. Keine Gegenstände aufs Spielfeld werfen, wird ja gerade durchgesagt, das wäre lieb. Ich möchte nämlich noch ein paar Tore machen. Lisanto macht das Ding! 3-1. Jawoll! Startet hier richtig gut durch. So, und jetzt kommen wir auch zu dem Zeitpunkt, wo wir die nächsten Auswechslungen machen können. Und ich würde gerne Obraniak reintun und den Davy ein bisschen Spielpraxis geben. Denn die restlichen Positionen sind eigentlich ganz okay. Von der Ausdauer her. Müssen wir mal schauen. Das will ich jetzt allerdings nicht mehr wegwerfen hier. Oh, 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 der war schlecht, der war schlecht. Hebt den Ball einfach ab. Jawohl. Ja, da blieb er irgendwie hängen, sodass er dann doch noch mir den Ball wegnehmen konnte. Okay, der da unten ist bewacht, dann kann ich hier oben hingehen. Und rausköpfen, jawohl. Oh, ganz ruhig hier ein paar Sachen durchgehen und das sieht auch sehr gut aus. Ja, es ist hier nicht mehr. Ich bin da noch ein bisschen im FIFA 14 Modus drin, sodass ich, wenn ich hier gerade diesen Stopp gemacht habe, dass er dann einfach mal keine Überlappung, nein, dass er dann wirklich schon losläuft, aber der Antritt bei diesen Dingen ist nicht so gegeben. Uiuiuiui. Ich glaube, da war der Wolf schon komplett aus dem Spiel. Das war nur noch eine Sache zwischen dem Verteidiger und dem Stürmer. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da richtig zugange war. Es ging alles so schnell. So, komm, komm. Die Santo und den nächsten gleich auch noch. Na gut. So, jetzt machen wir aber Druck. Das war nicht so gut, Obraniak. Schön, dass du dabei bist, aber bei solchen Dingen musst du ein bisschen sensibler werden. Oh.
Und weg damit. Und weg damit. 80 Minuten gespielt. Wir führen noch 3-1. Eigentlich kann nicht mehr so viel passieren. Garcia Bargfrede verliert den Ball. Ob das so gut war, das komplette defensive Mittelfeld auszutauschen? Wie hat er den Ball denn verloren? Braniak. Aber er kann den Ball auch nicht halten. Hat da keine Ruhe am Ball? Hat der Wolf. Nö. So, Hajrovic, zeig mal, was in dir steckt hier. Oder Selke, komm. Was? Ich wollte den Zujunusovic hinterspielen. Zurückspielen. Oh, das wäre so schön geworden. Der ist da auch ganz schön leicht durchgekommen. Also irgendwie spielt mir der Selke zu viel mit der Hacke. Der hätte den schön in den Lauf spielen können, aber es sieht ganz gut aus und die Laufwege passen vom Selke. So ist ja nicht, ne? Die passen. Das passt alles gut zusammen hier gerade. Schauen wir mal, ob wir den noch durchstecken können. Los, mach noch das Ding und der macht das Ding. Ganz wichtig. Und wieder können wir in der 90. Minute ein Tor verzeichnen. In der Schlussphase. 4-1. Endlich mal ein richtig guter, schöner Sieg. Hier. Ganz wichtig, dass wir gegen diese Konkurrenten auch gewinnen. Und dass der Selke noch ein schönes Tor macht, passt natürlich auch. Zlatko Junusovic, unser Zehner, mal wieder in bestechender Form. So, wie ging es denn hier zum Rest aus? 3-0. Auch da 3-0. Joa. Standesgemäße Ergebnisse. So, das nächste Spiel. Wieder eine englische Woche. Ich weiß nicht, was wir hier haben mit dem Spielplan. Der ist mir ein bisschen komisch. Schauen wir mal. Denn ist wieder so viel Platz. Denn ist wieder eine englische Woche. Hier ist wieder eine englische Woche. Dann fehlt hier wieder was. So, und dann geht's eigentlich. Ja, gut. Wir sollten eigentlich genug Spiele haben, um das alles zu überstehen. So, da werden ein paar Leute abgestellt für das Nationalteam. Wir haben mal wieder eine Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel und sagen, ja, die kochen auch nur mit Wasser. Davy Selke. Ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und ich würde gerne weiterhin eingesetzt werden, Trainer. Ja, eigentlich kein Problem, willst du auch gerne. Davy, hast das ja ganz gut gemacht. Und wir schauen mal, ob sich da was getan hat. Ah, ist auf jeden Fall motiviert. Hat aber echt keine Ausdauer. Hier sehen wir schon, dass er eigentlich genauso viel Ausdauer noch übrig hat wie Di Santo. Und Selke hat wirklich nur die letzten 30 Minuten gespielt. Und er hatte 2 Tage zur Regeneration, ne? Wenn man da so einen Özunali sieht, der hat schon ein bisschen was drauf, ne? So, ansonsten sieht das richtig gut aus. Ich bin mal gespannt auf das Bayern-Spiel. Das sehen wir dann im nächsten Part. Ich werde hier nichts mehr spielen, außer diese Karriere, damit ich nicht schon wieder was überschreibe. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert fleißig. Bis zum nächsten Spiel. Tschüss.